Ja, hallo, hier ist wieder tuxoche.de. Willkommen auf meinem Videokanal und heute wollen wir uns einmal über Graufilter unterhalten. Ich habe hier an meiner 6D wie üblich jetzt mal einen Nissi-Filterhalter montiert, der die üblichen rechteckigen Filter aufnimmt und sogar noch gegebenenfalls einen Polfilter. In der Fotografie werden solche Graufilter ja hauptsächlich dazu benutzt, selbst bei relativ hellem Licht trotzdem noch auf relativ lange Belichtungszeiten zu kommen. Also zum Beispiel um fließendes Wasser, Wolken, die sich bewegen und so weiter, wirklich im Bild nachher verwischen zu lassen. Der umgekehrte Fall, dass man ein Bild, ein Detail, ein Porträt mit relativ offener Blende machen möchte, stellt in der Fotografie eigentlich kein Problem dar. Man geht einfach mit der ISO herunter, öffnet die Blende und fotografiert dann zur Not mit einer Tausendstel oder Zweitausendstel Sekunde. Das spielt ja in der Fotografie keine Rolle. Das heißt, wenn ich hier einmal mir das Belichtungsdreieck vorstelle, mit der Blende, ISO und Verschlusszeit kann ich jede Änderung in diesem Dreieck sozusagen durch eine Änderung an anderer Stelle wieder ausgleichen. Bei Video ist es leider ein klein wenig eingegrenzter. Einmal habe ich die ISO, zum Beispiel gerade bei hellem Licht, fast schon vorgegeben. Viele, wie zum Beispiel die Lumix, filmt im manuellen Videomodus mit der kleinsten ISO 200. Wenn ich da die Blende aufreißen möchte, um zum Beispiel relativ wenig Schärfentiefe zu erhalten, komme ich dann zu recht kurzen Verschlusszeiten, die ich aber nicht haben möchte, weil ja eine der Regeln lautet, dass ich im Regelfall mit dem Zweifachen der Framerate auch filmen soll. Das entspricht ungefähr einer 50stel oder 60stel Sekunde. Wenn ich also nicht möchte, dass ich die Blende, so wie ihr es hier seht, praktisch auf F4, in dem Fall auf F9 schließen möchte, muss ich mir Hilfsmittel überlegen oder kaufen, die das dann wieder ausgleichen. Und da kommt dann ein variabler Graufilter zum Einsatz, den ich hier einmal zeige. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier erkennen, der, wenn ich jetzt hier an dem Hebel drehe, dann seine Stärke verändert. Im Endeffekt besteht er aus zwei gegeneinander versetzten Polfiltern und bei diesem, in dem Falle dem Haida Nano Pro, kann ich dann auch selbst, wie ihr es hier sehen könnt, in der gleichen hellen Lichtsituation, in dem Fall auf Blende 2,8 kommen. Hier sind übrigens die elektronischen Sucher der spiegellosen Kameras ein von Vorteil, da der elektronische Sucher natürlich das Bild entsprechend auffällt. Der Haida hier liefert, wie ihr hier sehen könnt, doch recht neutrale Farbergebnisse. Also die Farbverschiebung hält sich sehr, sehr stark in Grenzen, ist also von daher sehr gut verwendbar. Er vignettiert auch nicht, weil ihr seht hier, das ist das Filtergewinde für 77 mm und er steht also noch trotzdem leicht über. Das heißt, mit normalem Weitwinkel bis 24 mm runter und sicherlich auch noch weiter runter bekomme ich da keine Probleme. Was jetzt ein bisschen nachteilig ist, der ist ausgezeichnet als variabler Graufilter im Bereich zwischen 8 und 1000-facher Verlängerung der Belichtungszeit. Wenn man ihn draufschraubt, das hängt jetzt ein bisschen vom Licht ab, komme ich also auf mindestens 3,5 Blenden, eher sogar 4 Blenden in der hellsten Position. Und die 10 erreicht er, aber ich zeige euch hier mal ein Beispiel, was mit dem 16 mm und dem Filter gemacht worden ist. Und da sieht man schon ein klein wenig von X-Pattern und natürlich ist der Effekt auch davon beeinflusst, dass man
eigentlich einen Poolfilter auf so einem extremen Weitwinkel nicht benutzen sollte, weil durch die verschiedenen Winkel der Himmel dann auch eine unterschiedliche Färbung aufweist. Ich habe jetzt hier, weil ja viele Poolfilter die Eigenschaft haben oder ihnen nachgesagt wird, dass sie auf, mit längeren Brennweiten relativ unscharf werden. Ich habe ihn hier, wie ihr mal sehen könnt, auf einem 3500 an der Lumix montiert und ihr seht da selbst mit der längsten Brennweite, die also 200 mm auf Vollformat entspricht, sind da keine Einschränkungen an der Schärfe zu sehen. Insgesamt ist der Haider sicherlich sein Geld wert, weil ich hier variabel einstellen kann. Allerdings, obwohl er hier eine Skala besitzt, ist die relativ ungenau, weil so auf den ersten zwei Positionen wird er kaum dunkler und dann erst ab der dritten Position so ungefähr steigt der Verlängerungsfaktor. Und wie gesagt, den längsten Verlängerungsfaktor mit 10 Belichtungsstufen erreiche ich nur je nach Licht und auch nicht immer. Und auch da sollte man sehr vorsichtig sein. Allerdings fürs Filmen ist es auch ausreichend, wenn er nur 8 oder maximal 9 Blendenstufen ausreicht. Dann kommt man immer noch zu der 50stel und auch zu Blenden im Bereich zwischen 2,8 und auch teilweise größer. Zur normalen Fotografie kann so ein Variabler natürlich auch verwandt werden, allerdings mit der Einschränkung, dadurch, dass ich bei der Position nicht fest vorhersehen kann, welcher Verlängerungsfaktor da tatsächlich eingestellt ist und der zusätzlich bedingt durch die beiden Polfilter auch noch ein klein wenig vom Licht abhängt, muss man sich entweder auf die Belichtungsmessung verlassen oder macht mehrere Testaufnahmen und orientiert sich dann am Histogramm. Ja, das war es von mir in aller Kürze zu diesem variablen Graufilter, der im Bereich Video mehr als seinen Zweck erfüllt und der Haider hier wirklich auch recht farbneutral ist. Trotzdem hat man natürlich konstruktionsbedingt die Nachteile, dass man irgendwann dieses berühmte X-Pattern erwischt, wenn man ihn, ich sag jetzt mal, überdreht. Und man natürlich die Situation hat, dass die Schritte zwischen den markierten Stufen einfach nicht gleichmäßig ausfallen. Trotzdem kann ich den Filter auch vor allen Dingen wegen seiner Farbneutralität wirklich empfehlen. Und er bringt uns auch im Videobereich dahin, Videoaufnahmen mit relativ geringer Schärfentiefe drehen zu können. Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, platziert die gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über einen Gefällt mir freuen. Erst recht, wenn ihr den Kanal abonniert. Das war es soweit von mir für heute. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als wie zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tuxoche.